Hallo, mein Name ist Iris Ludorf, ich bin Friedensberaterin. Und bei der letzten offenen Sprechstunde ging es bei dem Unterthema Vera aus dem Trauma um das Thema Klopfen EFT, also diese Meridian-Endpunkte klopfen, um Blockaden zu lösen. Und auch bei posttraumatischem Stresssyndrom kannst du das auch anwenden. Und da wurde ich gefragt, ob das denn auch möglich ist für Tiere. Ja, ist es. Und dafür ist dieses Video heute gedacht. Was du dir auch vor Augen führen darfst und solltest, ist, dass Tiere wie auch Kinder häufig unsere Themen übernehmen, weil sie uns helfen möchten. Natürlich nicht bewusst, sondern also zumindest nicht bei den Kindern, aber unbewusst. Das heißt, wenn sich dein Tier mit irgendwas zeigt und sei es, wir haben ja jetzt Frühling, Zeckenbefall, dann frag dich erst einmal, bevor du mit dem Klopfen anfängst, oder vielleicht hilft dir das Klopfen, um die Antwort zu der Frage zu bekommen, musst du wissen. Nichts ist richtig oder falsch, alles, Hauptsache ist funktioniert und du erhältst Antworten. Frag dich, ob es das Thema deines Tieres ist. Also immer eine Ja-Nein-Frage. Ist es das Thema meines Tieres? Wenn du ein Ja bekommst, also guck mal, was du zuerst bekommst. Ja, nein oder vielleicht auch. Da kann ja auch sein, dass ihr ein selbes Thema habt. Entweder kriegst du sofort die Antwort oder du kannst dein Körper als Sprachrohr deiner Seele nehmen. Und zwar so dieses Körperpendel. Das heißt, wenn die Antwort ja ist, geht dein Körper nach vorne, also er bewegt sich nach vorne. Ist die Antwort nein, bewegt er sich nach hinten, bewegt er sich gar nicht oder im Kreis, etc. Also es ist nicht eindeutig, ist die Antwort entweder nicht eindeutig. Es gibt also mehrere Antworten eventuell oder die Frage ist nicht konkret genug gestellt oder irrelevant. Also eins von denen und bestimmt noch andere Möglichkeiten, die das bedeuten können. Das sind aber die häufigsten Möglichkeiten. Das heißt, wie gesagt, hat dein Hund viele Zecken, fragt, ist es Thema des Hundes oder des Hundes? Ja, nein. Wenn es ein Ja ist, dann kannst du dich direkt dem Hund zuwenden und klopfen. Also dann verbinde dich mit deinem, wenn es ein Hund ist, kann ja was. Ich bin halt eine Hundeperson, deswegen habe ich jetzt gerade Hund, kann auch Meerschweinchen sein. Hausspinne oder Pferd, Elefant, was auch immer. Die Größe spielt da keine Rolle. Die Verbindung zählt. Und dann verbinde, mach's wie du möchtest. Also kannst die Augen zumachen und wirklich Verbindung mit deinem Tier herstellen und auch fragen, ist es okay, wenn ich mir das jetzt stellvertretend für dich anschaue? Auch wieder hier Nein-Frage. Wenn du ein Ja kriegst, dann mach weiter. Da kannst du zum Beispiel, es gibt auch so Setup-Statements, sogenannte, also so Anfangsstatements, dabei klopft man hier auf den Handkanten. Kannst du mit anfangen und sagen, auch, und wenn ich jetzt ich sage, spreche ich halt für den Hund. Warte mal, soll ich das wirklich so machen? Ja, okay. Weil ein Teil dachte sich gerade, wenn ich jetzt die ganze Zeit, auch wenn ich Zecken habe, spreche, öffne ich mich dann für Zecken, wenn ich das möchte, klar. Aber ich setze jetzt die Intention, ich spreche für den Hund. Wenn du möchtest, wenn es dir lieber ist, kannst du sagen, auch wenn mein Hund. Ich spreche jetzt in der Ich-Form. Also auch wenn ich Zecken habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich schon wieder Zecken habe, entscheide ich mich dafür, es anzunehmen, wie es ist. Auch wenn ich Zecken habe, bin ich neugierig darauf, was dahinter liegt. Also drei Setup-Statements und dann kannst du zum Beispiel jetzt anfangen. Boah, schon wieder Zecken. Ich bin ja echt ein gefundenes Fressen für jede vermaledeite Zecke, die auch nur meint, im Entferntesten sich von dem letzten Busch fallen zu lassen.
Es scheint ja wirklich sehr ansprechend zu sein. Und trotzdem mag ich keine Zecken. Ah, und jetzt, was mir gerade kommt, während ich so klopfe, ist ein Bild, als wäre ich im Huhn drin. Und die Zecke hängt ja dann mit dem Körper im Körper des Hundes. Und das, was so dick wird, hängt draußen. Das Säckchen, wie auch immer man das wirklich nennt. Und ich hatte jetzt das Bild. Dass irgendjemand von innen dann an der Zecke sitzt und die Zecke so lange kitzelt, bis sie rausspringt und das Weite sucht. Und das Bild finde ich wirklich super und ich arbeite damit und ich. Wenn meine Hunde mal wieder Zecken haben, werde ich auch damit arbeiten. Damit kannst du in die Meditation gehen. Und siehst du, jetzt hast du auch geklopft für deinen Hund und. Also ich habe jetzt geklopft für deinen Hund und habe jetzt dieses Bild bekommen. So funktioniert das Klopfen auch. Dass Raum geschaffen wird. Für diese Bilder, für diese Impulse. Also das ist jetzt eine Möglichkeit, die jetzt durch das Klopfen rauskam, dass du gar nicht klopfen musst, sondern du kannst halt wirklich in der Meditation, in der inneren Visualisierung, kannst du dir vorstellen, dass entweder du ganz klein im Körper deines Hundes bist und vielleicht die Zecke so lange anpustest, bis sie sich zurückzieht oder du kitzelst sie oder was auch immer, vielleicht mit einer Feder, weißt du. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ehrlich nicht. Und ich bitte dich, berichte doch mal unter den Kommentaren, ob das funktioniert hat oder vielleicht hast du ja auch ein anderes Bild bekommen und hast das angewandt und das funktioniert. Also das interessiert mich wirklich. Bitte schreib die Kommentare unter das Video. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Zeckenbefall nichts mit deinem Hund zu tun hat. Also bei der Abfrage, hat das was mit meinem Hund zu tun? Ist die Antwort nein. Dann ist die Frage, hat das was mit mir zu tun? Da kann die Antwort ja oder nein sagen. Wenn du zum Beispiel auch noch andere Familienmitglieder hast, kann es auch sein, dass ist es nicht so wahrscheinlich, kann aber sein. Also einfach abfragen, damit du halt eine Antwort hast, dass es halt für ein anderes Familienmitglied macht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Zecken in dem Hund jetzt, dass der Hund Zecken hat, weil er ein Thema für dich trägt. Und dann ist direkt das Erste, es hat jetzt auch wieder nichts mit Klopfen zu tun, indirekt, weil durch das Klopfen hatte ich direkt wie gesagt, wurde das frei. Du kannst natürlich, fangen wir von vorne an, du kannst natürlich dann, hier habe ich kein Setup-Statement, doch kannst du auch ein Setup-Statement machen. Und sagen, auch wenn der Hund für mich jetzt die Zecken trägt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn der Hund für mich von diesen Parasiten befallen ist und ich ein total schlechtes Gewissen deswegen habe, entscheide ich mich dafür. Es loszulassen. Auch ganz wichtig, Zecken und loslassen. Auch wenn mein Hund sich für mich aufopfert und die Zecken hat, wähle ich den Weg der Heilung. Einmal tief durchatmen und was da halt in dem Fall vorher auch immer wieder abfragen, ja, nein, fragen. Diese Abfragen auf der Skala von 0 bis 10. Ich versuche jetzt gerade die, ich suche, nicht versuche, ich suche gerade nach der richtigen Formulierung.
Wie stark in Unfrieden ist das Thema in mir, das zugrunde liegende Thema auf einer Skala von 0 bis 10? Da kriege ich jetzt gerade eine 10. Okay, und dann fange ich halt an. Boah, jetzt trägt der Hund für mich die Zecke. Also er trägt sie nicht, er wird wirklich von den Zecken leergesogen. Was ein. Boah, das will ich ja gar nicht. Das arme Tier. Ich wünschte, ich könnte was machen. Und ja, ich kann ja was, ich mache ja auch was. Ich klopfe gerade. Und doch so, gleichzeitig habe ich so ein schlechtes Gewissen. Könnte ja einiges passieren, aber da will ich jetzt gar nicht hin, da gehe ich auch gar nicht hin. Okay, lösungsorientiert. Einmal gehen, gehen ist gut, gehen die Energien weg. Zecken, Parasiten. Wo fühle ich mich ausgenutzt? Wo werde ich ausgenutzt? Wo lasse ich mich ausnutzen? Welche Situationen oder Menschen in meinem Leben sind wie Parasiten? Puh. Schau mal, wer dir da kommt. Kann sein, dass dir da verschiedene Menschen kommen, verschiedene Situationen. Nimm die Situation, die dir jetzt gerade am präsentesten ist, am schwersten auf dir lasten. Und da geh in die Eigenverantwortung. Aber wie gesagt, das, was wir anderen tun, nur das, was wir gestatten. Wenn wir klare Grenzen setzen, können die anderen und an diese Grenzen glauben, werden die anderen die Grenzen nicht überschreiten. Das ist dann wirklich ein klares Nein. Bis hier noch nicht weiter. Und aus irgendeinem Grund setzt du oder hast du bislang diese Grenze nicht gesetzt. Und dann die nächste Frage, die sich da stellt. Warum ist dir diese Person, um die es gerade geht, und was sie denkt, wichtiger als du dir selber? Da könntest du jetzt wirklich bestimmt in eine Abwärtsspirale gehen, tust du jetzt aber nicht. Fakt ist die Erkenntnis, die andere Person ist dir aktuell wichtiger als du dir selber. Und die Frage ist, möchtest du das beibehalten, ja oder nein? Welche Antwort hast du jetzt da gekriegt? Wenn die Antwort ja war, ist die nächste Frage, was bringt dir das? Weil wir tun alles, weil alles, was wir tun, tun wir aus einem Grund. Und zwar, weil wir denken, es wäre gut für uns. Egal, was es ist. Und meist ist es der Aspekt der Sicherheit. Weil wenn wir etwas ändern, wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Und das ist direkt wieder Unsicherheit. Und Unsicherheit wollen wir nicht. Siehst du, Tritt klein machen und nee, also wirklich so. Atme mal durch. Kannst gerne weiterklopfen. Ich höre jetzt mal eben auf, wie gesagt, du kannst gerne weiterklopfen. Sicherheit findest du nicht im Außen. Sicherheit findest du nur, absolut nur in dir. Und in dir. Da ist viel. Da ist nicht nur die Dunkelheit, die Angst in dir und such den Raum. Wirst den Raum finden, wenn du offen bist und neugierig bist und bereit bist. In dir ist auch ein Raum für all die Hilfe, die dir auf energetischer, mentaler, Moment, wie komme ich jetzt auf mentaler, energetischer Ebene zur Verfügung steht. Mental, weil es gefühlt alles im Kopf ist, aber auch im Herzen. Wir sind immer, 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 immer umgeben
von Energien, die uns helfen, die uns tragen, die uns Geborgenheit schenken, die uns lieben. Auch wenn ich das zweimal gesagt haben sollte, ist gut so. Immer. Die Frage ist, wehren wir das ab? Oder haben wir die Türen geöffnet und sagen, okay, Hilfe, bitte, seid für mich da. Es gibt einen Spruch, das ist eine Postkarte, auf die gucke ich gerade. Da ist eine Frau zu sehen auf einem hohen Berg und darunter halt die Tiefe. Und die Sätze drauf, also die Fragen drauf. What if I fall? Was ist, wenn ich abstürze? Und die Antwort darauf, oh my darling, what if you fly? Sag mein Schatz, und was, wenn du fliegen würdest? Du bist nicht alleine, du bist nie alleine, auch wenn du dich alleine fühlst. Nicht nur, wie gesagt, die Energien, die um dich da sind und für dich da sind. Es sind auch Menschen um dich herum, die für dich da sind. Und auch da zählt, bist du bereit? Bist du bereit, dich zu öffnen und dich verletzlich zu zeigen? Ja klar, kannst du verletzt werden, willkommen im Leben. Du kannst aber auch heilen. Und oft ist es die Angst vor weiterer Verletzung, die uns klein bleiben lässt. Es ist Zeit zu wachsen. Es ist Zeit, du zu sein. Wirklich ganz deinen Platz einzunehmen und dich nicht klein zu machen, sondern ja, hier bin ich. Und ich bin gut, wie ich bin. Und es mag sein, dass du eine Zeit lang brauchst, um da hinzukommen. Das ist Schnurzpiep und egal, darauf kannst du vielleicht dann auch klopfen. Von wegen, boah, mein Selbstwertgefühl ist ja immer noch ganz schön im Keller. Aber ich bin offen und bereit dafür, das zu ändern. Zum Beispiel. Und das alles hängt damit zusammen, warum du Menschen oder Situationen in dein Feld lässt, in dein Leben lässt, in dein System lässt, die dich aussaugen. Statt dich für die Menschen zu öffnen, die dich unterstützen, die für dich da sind. Und du siehst, du kannst immer weiter klopfen. Das Klopfen selber löst so viele Blockaden in dir. Tue es. Sei für dich da. Und um jetzt wieder zu deinem Hund zurückzukommen, wenn das Thema für dich jetzt rund sein sollte, kannst du ja auch nochmal abschließend, also hier oben fängt es an, abschließend deinem Hund danken. Auch durchs Klopfen. Kannst du auch gleich nochmal in den Arm nehmen und knuddeln. Verbinde dich nochmal mit deinem Hund, für deinen Hund, weil damit der Hund auch merkt, hey, kommt mir eine Zeile aus My Fair Lady. Mein Gott, jetzt hat sie es. Mein Gott, jetzt hat sie es. Hey Hund, ich hab's jetzt. Ich hab's kapiert. Und danke, dass du für mich da warst, dass du meinen Blick auf das Thema gelenkt hast. Ich liebe dich und ich danke dir. Und du kannst die Verantwortung wieder abgeben. Ich habe sie wieder fest in meiner Hand, meine Eigenverantwortung. Du kannst jetzt auch selber denken, dass du die Zecke von innen raus abkitzelst oder vielleicht auch einfach durch deine eigenen körpereigenen Chemiestoffe einfach Impulse setzt, dass die Zecken sich lösen. Danke. Und auch danke an all die geistigen Helfer, die jetzt auch bei dieser Videobotschaft, bei diesem Impuls mit dabei waren und geholfen haben. Und ich danke dir fürs Zuschauen. Und wenn du noch andere Fragen hast oder eigene Fragen zum Thema Klopfen,
Wie klopfe ich auf ein bestimmtes Thema? Oder sind ja auch nur Ideen? Das ist kein Muss. Das Klopfen ist so wie individuell, wie jeder einzelne Mensch. Das heißt, schau, was sich für dich richtig anfühlt. Und tu das einfach. Das, was ich dir zeige, das sind einfach die Sachen, die mir gerade kommen. Das ist eine von vielen Möglichkeiten. Kannst du anwenden, kannst du abändern, kannst du eigene machen. Ganz wie du möchtest. Und das Leben ist so genial, vielfältig und dafür liebe ich es unter anderem. Wie gesagt, ich glaube, jetzt habe ich ganz dolle Bogen geschlagen und den Satz nicht beendet. Wenn du noch Fragen zu deinen eigenen Themen hast, kannst du ruhig stellen und ich mache dann auch ein Video dazu. Und bis dahin wünsche ich dir wirklich den Segen Gottes. Frieden sei mit dir. Und wenn dir das Video gefallen hat, leite es ruhig weiter. Mein Name ist Iris Ludolf. Ich bin Friedensberaterin und nicht nur weiterleiten, du kannst natürlich auch Daumen hoch oder was auch immer markieren, dass es dir gefallen hat. Ciao.